Die WSG Tirol beendet die Siegesserie von Red Bull Salzburg. Robin Dutz wird neuer Trainer beim WRC und die Super League ist schon nach 48 Stunden wieder Geschichte. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. In der österreichischen Bundesliga hat es gestern eine Sensation gegeben. Die WSG Tirol besiegt Serienmeister Red Bull Salzburg mit 3:2. Die Tiroler wären voriges Jahr eigentlich sportlich abgestiegen. Heuer haben sie sich dann eindrucksvoll fürs obere Playoff qualifiziert. Und der Swarovski-Club feiert die nächste Überraschung, die ihnen wohl vor dieser Saison keiner zugetraut hätte. Die Wattener haben im Spiel gegen Salzburg zweimal einen Rückstand aufgeholt und die Partie letztlich sogar umgedreht. Das entscheidende Tor schießt Rennie Smith in der 89. Minute. Die überraschende Niederlage ist für das Team von Jesse Marsch in der Tabelle jedoch kein allzu großer Rückschlag. Die Konkurrenz der Bullen konnte gestern nämlich auch keinen Sieg feiern. LASK, Linz und Rapid Wien trennen sich im Abendspiel mit 1:1. Die Stahlstädter gehen in der 63. Minute durch ein sehenswertes Tor von Geuginger in Führung. 8 Minuten später nimmt Christoph Knasmühlner ein Geschenk von Alexander Schlager zum 1:1 an. Der Teamtorhüter lässt einen einfachen Ball passieren. Der 28-Jährige muss damit den Ball nur noch über die Linie bringen. Die Hütteldorfer können mit dem Unentschieden zwar den Rückstand auf die Salzburger nur minimal verkürzen, halten den LASK auf Platz 3 aber mit 2 Zählern auf Distanz. Im dritten Spiel der Meistergruppe besiegt der WRC Sturm Graz mit 1:0. Kapitän Michael Lindl verwandelt in der 90. Minute einen Elfmeter souverän. Und der Sieg gestern ist nicht die einzig positive Nachricht für die Kärntner. Seit März suchen die Wolfsberger nach einem neuen Trainer. Jetzt sind sie fündig geworden. Ein prominenter Trainerneuzugang. Der Tabellenfünfte hat gestern mitgeteilt, dass der deutsche Robin Dutt ab kommender Saison Trainer wird. Der 56-Jährige kann auf jeden Fall auf einiges an Erfahrung zurückblicken. Er ist bei etlichen Clubs in der deutschen Bundesliga auf der Trainerbank gesessen, zum Beispiel bei Bayer Leverkusen. Und beim DFB hat er ein Jahr lang als Sportdirektor fungiert. Der WRC wird die erste Trainerstation für Dutt im Ausland. Nach dem Rücktritt von Ferdinand Feldhofer wegen Meinungsverschiedenheiten war Roman Stary als Interimscoach im Einsatz beim WRC. Die Wolfsberger liegen in der Meistergruppe 7 Runden vor Schluss auf Platz 5. Die Super League hat in den letzten 48 Stunden für ziemlichen Wirbel in der Fußballwelt gesorgt. Eine Idee, die laut den Gründern die Fußballwelt revolutionieren sollte. Dabei ist aber auf was anderes völlig vergessen worden. Die Traditionen und die Besonderheiten, die den Fußball zu dem machen, was er ist. Und lang hat die Idee auch nicht gehalten. Das Projekt Super League ist nach ganzen 48 Stunden gescheitert. Der Initiator Andrea Agnelli, Präsident beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin, hat gestern gestanden, dass die Pläne nicht mehr umsetzbar sind. Grund dafür ist der Rückzug aller 6 englischen involvierten Clubs. Im Laufe des Tages sind auch Atletico Madrid, Inter Mailand und der AC Milan ausgestiegen. Die Proteste der Fans und auch der Spieler haben also zum Erfolg geführt. Besonders in England sind die Reaktionen der Fans ablehnend ausgefallen. Mehrere Clubbesitzer haben sich nach ihrem Rückzieher bei ihren Fans für die Entscheidung, an der Super League teilnehmen zu wollen, entschuldigt. Unter anderem auch der Eigentümer von Liverpool, John W. Henry, und Manchester Uniteds Eigentümer Joel Glazer. Nur 3 Vereine haben sich bis heute nicht klar von dem Projekt distanziert. Juventus, Real Madrid und der FC Barcelona. Stephanie Frappart schreibt Geschichte im Fußball. Die Französin wird die erste weibliche Schiedsrichterin bei der Männerfußball-EM im Sommer sein. Die UEFA hat am Mittwoch die Schiedsrichterliste bestätigt. Sie wird als 4. Offizielle oder als Reserve-Schiedsrichterassistentin tätig sein. Sie war auch als erste Frau schon bei den Männern in der Champions League, in der Ligue 1 und bei der WM-Qualifikation als Offizielle im Einsatz. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.